Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Minecraft. Und ja, es ist eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, ungefähr so ein Jahr ist es her. Wegen bestimmten Situationen konnte ich nicht mehr aufnehmen. Und aber ja, umso mehr freue ich mich, dass ich hier wieder da bin. Und ich muss mich wieder an das Reden gewöhnen, ne? Durchgehend zu reden hier im Let's Play. Weil das macht man ja außerhalb des Let's Plays nicht so oft. Ich mache es jedenfalls nicht so oft. Und ja, ich bin wieder froh, hier zu sein. Und es hat sich einiges geändert, wie man hoffentlich im ersten Blick so erkennen kann. Ich kann jetzt weiter als die Monsterfalle sehen und es läuft trotzdem flüssig. Das liegt daran, dass ich einen neuen PC mir selbst zusammengebaut habe. Ja, die Einzelteile habe ich alle gekauft und recherchiert und dies und das gemacht. Und am Ende habe ich es mir zusammengebaut mit ein bisschen Hilfe. Und ich kann jetzt ein bisschen mehr tun. Ne? Also ich nehme jetzt hier mit 60 FPS auf. Und es läuft flüssig, würde ich sagen. Und ich mach's, ich mach's schrittweise so, dass ich das nach und nach immer verbessere, also mehr Leistung von meinem PC abverlange. Gerade bin ich noch am Rumtesten. Auch diese Folge ist eigentlich ein Test nur. Weil ich muss schauen, wie es läuft mit dem Prozessor, mit der Grafikkarte und so weiter, ne? Also ich muss schauen, dass die Temperatur unter einer bestimmten Grenze bleiben. Dass die Auslastung nicht komplett hochgefahren ist, sag ich mal. Das mit dem Ton und Tonbild und so, habe ich alles neu eingestellt. Die Qualität muss natürlich auch noch stimmen und so weiter. Ne? Also ich will jetzt nicht die schlechtere Qualität haben, wie ich damals auf meinem Laptop hatte. Das wäre suboptimal. Das am Ende, wenn alles klappt, werde ich vielleicht noch die Performance oder die Qualität vom Spiel an sich, vielleicht bessere Shader, vielleicht noch die Reichweite noch erhöhen, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Eigentlich ist das, die Reichweite ist eigentlich ganz okay, aber wenn es möglich ist, weiter, hochfahren. Und ich sehe gerade, ich habe hier Schilder, für den Fall, dass ich das nächste Mal aufnehme, also heute. Da hat mein Vergangenheits-Ich daran gedacht, also wir müssen Farmplattform Kaktusschwein, was? Achso, Farmplattform bauen, Kaktusschwein und Obst und Gemüse, Also das heißt, wir müssen Kaktus anpflanzen, Obst und Gemüse und so weiter. Dann hier Zauberturm. Zauberturm. Wo wollte ich nochmal einen Zauberturm haben? Oh Gott, ich habe ein Jahr lang nicht aufgenommen. Und ich habe alles komplett vergessen. Wollte ich das da oben haben? Oder, stimmt, ich wollte es da unten haben, Ich glaube, ich habe da unten auch was schon gemacht. Keller, Portal, Bibliothek, ich wollte eine Bibliothek sogar im Zauberturm bauen, oder wollte ich das separat? Ja, mal schauen. So, Dachterrasse. Warum Dachterrasse? War das da oben? Ich glaube, das bezieht sich alles auf den Zauberturm. Haus, Innendeko, ums Haus Busch. Ah, okay. Anscheinend wollte ich ein bisschen Grünes hier, drumherum pflanzen. Vielleicht, dass man die Stelzen so nicht mehr sieht. Monsterfalle, Dach, Abfluss, optische Verkleidung. Yep, Dach fehlt. Eine optische Verkleidung wäre auch nicht schlecht, vielleicht solche Ringe. Dann ein Werkstatt. Ich glaube Werkstatt wollte ich da unten. Was ist denn jetzt los? Moment. Toll. Die erste Aufnahme seit langem, Und mein Tastatur hat den Geist aufgegeben. Ich glaube, die Batterien sind leer. Vielleicht schaffe ich das sogar ohne einen Cut zu wechseln, weil ich habe direkt zwei Batterien vor mir liegen. Das sollte nur ein paar Sekunden dauern. Wenn ich mich nicht blöd anstelle.
So, jetzt tue ich die zwei Batterien rein. Ich hoffe, dass die auch voll sind. Wenn nicht, wäre es nicht so geil. Dann müsste ich doch einen Schnitt machen. Ah, super. Es funktioniert. So, genau, Werkstatt. Ich glaube, ich wollte den Werkstatt da unten haben und den Zauberturm doch da oben. So, ein Dorfplatz. Genau, Dorfplatz. Was warte ich? Laternen, optischer Bau. Vielleicht Pflanzen und so, ne? So, ah ja, hier steht sogar, wie zum Beispiel Blumen und etc. Dann ein Hafen. So, das sind unsere Projekte für die nächsten Folgen, wie es aussieht. Und ja. So. Genau. Und ich habe ja, ne, eben gerade erwähnt, habe ich seit einem Jahr nicht mehr aufgenommen. Und in diesem einen Jahr ist eine Menge passiert. Ich glaube, die Folgen gingen bis Oktober, ne? Oktober 2020, nicht? Also 6 Monate lang kamen keine Folgen. Also ich habe 6 Monate halt vorproduziert, kann man sagen. Ich habe genau März 2020 ungefähr aufgehört. Genau ungefähr ist so in einem Satz auch irgendwie merkwürdig zu formulieren, aber ja. Jedenfalls, in diesem einen Jahr ist eine Menge passiert. Wir haben eine Pandemie bekommen. Und wegen der Pandemie hat sich auch eine Menge geändert. Oder ist eine Menge dazugekommen, würde ich eher sagen. Und ja. Darüber werde ich vielleicht auch so noch erzählen. Auf jeden Fall fange ich erstmal. Oh, wie schön das aussieht. Boah, habe ich lange kein Minecraft mehr gespielt, ne? Boah, wie schön das aussieht. So, ich habe nebenbei, ne, während ich so mein PC gebaut habe, also nachdem ich mein PC gebaut habe, während der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe, habe ich auch eine Welt so nebenbei, ne, gestartet. Und da habe ich auch so ein Projekt gestartet. Ne, ich will so eine Stadt bauen, im japanischen Stil wie hier. Und da habe ich ein paar Tutorials mir angeschaut, wie man japanische Gebäude besser bauen kann. Weil ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus soweit, ne? Aber es kann besser aussehen, das habe ich gemerkt, als ich, ne, die Tutorials mir angeschaut habe und die Gebäude nachgebaut habe. Aber ich habe wieder vergessen, ne? Ist auch wieder eine Weile her, so 2-3 Monate ist es her, seitdem ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Jedenfalls, ne, werde ich mir das nochmal anschauen und dann werde ich mir hier vielleicht was Neues einfallen lassen, also eine neue, ein neues Design dazu bauen. Ich müsste mal kurz schauen. Die Monster sind an, das heißt, ich sollte nach dem Schlafen weiterreden. Oha, die Sonne durch die Tür scheint. Schnell, 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 schnell. Ich will keinen Creeper haben. So. Also wie man hören kann, habe ich auch eine neue Playlist. Ne, jetzt habe ich hauptsächlich von Paratune. Ich war mit der alten Playlist irgendwie nicht mehr zufrieden. Weil ich habe immer dieselbe Musik gehört. Was nach einer Weile, ne, nichts mehr Besonderes war, also, ne, das, die Musik sollte ja immer die Laune heben, so mehr Motivation bringen und so weiter. Und wenn immer wieder dieselbe Musik läuft, dann ist es schwer, ne, diesen Effekt zu bekommen. So, und ich merke gerade, ne, dass ich wieder hin und her laufe. Vielleicht sollte ich nebenbei was machen und erzählen. Genau, womit fange ich denn an? Ich gehe mal wieder zurück zu den Schildern. Das wird auch keine lange Aufnahme sein. Und wie gesagt, das ist eine Testaufnahme, um zu schauen, ob es technisch und so alles gut läuft. Die Temperaturen von meiner Grafikkarte liegen gerade bei 46 Grad. Mein CPU ist bei 85 Grad jetzt. Ich glaube, das sind alles normale Werte, ne, soweit ich weiß.
nach meinen Recherchen zufolge. Und die Auslastung von meinem CPU ist auch 37%, also ich kann noch einiges rausholen. Aber ich bin froh, ne, dass es mit 60 FPS, mit dieser Reichweite und so weiter ganz gut läuft, ne? Schön flüssig. Ich bin gespannt, ob die Qualität, ne, vom Bild auch gut ist, ne? Das werden wir sehen, ne? Je nachdem, ob ich diese Folge hochlade oder nicht. Genau, ich glaube, ich fange, ne, so von links nach rechts an, ne? Erstmal, obwohl die Farmplattform. Ich glaube, ich mache nur drei Plattformen, ne? Für Kaktusse, Kakteen, Plural, Kakteen, Schwein, Plattform, Obst, Gemüse, so, dann müsste ich erstmal schauen. Was hier, ich habe alles wieder vergessen, ich müsste mir jetzt wieder mal schauen, was für Plattformen ich habe. Ich habe ja einen Weizen, Schafe, zwei, und ich habe einen Kaktusblatt. Ah, das wollte ich trennen wahrscheinlich, ne? Aha, genau. Das wollte ich trennen und dann müsste ich... Okay, hier hört der Weg auf. Also ich müsste hier einen Weg bauen. So, was brauche ich dafür? Ich schalte wieder die Ui ein. Die Musik hat sich in den Vordergrund. Moment. So, die Ui ist an. Ah, ich sehe gerade, ich bin gerade in Creative. Wieder in Survival-Modus. Ich habe die andere Welt, ne, die ich gerade erwähnt habe, habe ich halt in Creative gebaut, ne, dieses Projekt. Was mache ich da? Wie waren die Befehle nochmal? Game Mode. Ah, Game Mode war. Hm? Game Mode 0 war. War das 0? Ah ja, das war 0. Game Mode 0. So, wir haben eine Axt. Was haben wir sonst so im Winter? Was kann ich mal hier? So, wir brauchen, glaube ich, Slabs, ne? Für den Weg. Mehr brauchen wir nicht. Ja, ich hole mir erstmal Slabs. Und dann fange ich an zu bauen und nebenbei, ne, erzähle ich mal was. So ein paar Sachen, die sich neu ergeben hat. Und ich hoffe sehr, ne, weil sonst wäre das alles ganz. Na, komm. So, ne, weil sonst wäre es umsonst, ne, wenn die Musik zu laut wäre und man würde mich null hören. So. Output Slab 15. Haben wir mal keine Output? Haben wir Output? Rohstoffe. Cherry Wood, Spruce. Okay, wie ich sehe, habe ich kein Output mehr. Das heißt, wir müssten neue Output-Setzlinge anpflanzen. Und ich habe auch vor, ne, neue Regeln für das Let's Play zu dingsen. Weil, damit man ein bisschen mehr Spannung und so, ne, zu erzeugen. Wo sind denn die Setzlinge? Hä, wo habe ich die Setzlinge? Hä, die Setzlinge müssten da unten sein. Erze, Nahrung. Na, okay. Pflanzen. Nee, doch. Dark Oak. Spruce. Wo habe ich denn hier Oak? Seeds. Akazia. Hä, ich habe keine. Habe ich kein Oak Set? Setzlinge? Nicht zu fassen, was habe ich denn in der Vergangenheit gemacht? WTF. Ah, hier. Ich habe gepflanzt. Okay. Die Regel, ne? Eine Regel ist, wenn was. Ich werde in diesem Let's Play. Ja. Okay, das ist eigentlich dieselbe Regel wie vorhin auch. Wenn Monster an sind, sind die Monster an. Bis auf bestimmte Maßausnahmen. Wie zum Beispiel, wenn ich lästige Dächer baue, wie da oben. Ja, weil ich glaube, die Regel hatte ich auch vorher. Aber die Regel, die neu dazugekommen ist, auf Reisen
werde ich keine Cheats mehr benutzen. Nee, ich werde nicht mehr auf Reisen diesen Befehl, diesen Chat hier nutzen. Das heißt, es werden keine Befehle wie Teleport, Dragon und so weiter, ne? Genutzt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen, wie ich meine Sachen wiederbekomme. Und ja. Wenn ich das nicht schaffe, ne, dann ist es halt so. Das gehört halt zum Let's Play dazu. Ein bisschen Frust und Verzweiflung sollte schon im Let's Play vorhanden sein. Auch wenn ich da keinen Bock habe. Aber ich finde, das gehört dazu. Und ja. Vielleicht kommen noch so nach und nach ein paar neue Regeln dazu. So, dann gehen wir wieder. Achso. Leider, ne, da ich jetzt einen PC nutze statt einen Laptop. Ich hatte für meinen Laptop, als ich auf meinen Laptop aufgenommen habe, hatte ich ja zwei Monitore. Einen vom Laptop selber und einen externen Monitor. Und diesmal habe ich einen PC, das heißt, ich habe jetzt nur den Monitor, den ich davor genutzt habe, und den Laptop-Monitor ja irgendwie nicht mehr. Das heißt, ich streame ich nehme gerade nur auf einen Monitor auf. Und das heißt, das Spielbild, das OBS-Bild, die ganzen Fenster vom Temperatur, Taskmanager, Musik und so weiter, ist alles im Fenstermodus. Das heißt, manchmal kann ich so, ne, mache ich vielleicht so Drehungen mit der Kamera, also so, die vielleicht keinen Sinn ergeben. Wie gerade eben, als ich nach oben geguckt habe, weil da ist mein OBS-Bild und ich dachte, das gehört nur zum Spiel. Und ich habe mich gewundert, hä, was macht ein Zaun da oben? Aber das war der Zaun von hier, das oben angezeigt wurde wegen dem OBS-Bild. Ja. So. Genau, die Regeln sind neu. So, jedenfalls habe ich so geredet, als wären viele neue Regeln dazugekommen, aber mir ist nur eine Regel eingefallen. Die mir eingefallen ist, als ich gerade. Warte mal. Ach ja, hier. Als ich den Schwierigkeitsgrad. Nee, als ich den Survival-Modus, genau da, als ich den Survival-Dings eingeschaltet habe, ist mir das eingefallen.